Ja, ich melde mich noch hier vor den traurigen Stadion. Also wenn man so berechnet oder mal überlegt, was hier vor Wochen noch los war. Also es ist eine stille Ruhe, es ist eine Ruhe eingekehrt hier. Ich hoffe, dass das bald vorbei ist und dass wir wieder Leben haben hier am Stadion. Die Jungs haben trainiert, ich kann noch nichts sehen und ich will sie auch nicht immer fotografieren. Das sind ja keine Tiere, ihr wisst ja, wie das ist. Die trainieren alle fleißig, müssen ihre Wäsche waschen, dann haben die Frauen wirklich mal was zu tun da, die jungen Mädchen, dass sie mal nicht von Sofa hochkommen und nicht nur den Hund ausführen, sondern auch mal mit dem Waschen. Das gehört nämlich im Leben dazu, nicht? Also sehe ich das. Aber wie gesagt, das ist ein trauriges Bild, aber da müssen wir uns jetzt erstmal noch dran gewöhnen. Ich glaube, dass die Liga ohne Publikum anfängt, da bin ich von überzeugt, weil sie das finanziell die Vereine gar nicht stemmen können. Die Vereine, die können das nicht stemmen. Das gibt ja noch auch in der zweiten Liga Vereine, die einen ganz kleinen, dünnen Etat haben. Aber wir müssen abwarten. Corona bestimmt noch unser Leben. Und über Ostern, ich melde mich noch im Laufe der Woche. Und über das Osterfest reden wir noch. Alles klar, nur der HSV. Alles wunderbar, in Ordnung. Das Wetter ist ein bisschen trügerisch. Die Corona-Scheiße beherrscht uns. Alles klar, nur der HSV. Wünsche euch mit Sporting Gruß hier aus dem Stadion, aus dem Volkswagen. Helm Peter. Alles Gute. Tschüssi, tschüss.